Kapitel 15 Abschied vom Doktor. Die Affen kamen zum Dr. Eibelit und luden ihn zum Essen ein. Sie hatten ihm ein wunderbares Abschiedsmahl bereitet. Äpfel, Honig, Bananen, Datteln, Aprikosen, Apfelsinen, Ananas, Nüsse und Rosinen. »Hoch lebe Dr. Eibelit«, riefen sie. »Er ist der beste Mensch auf Erden.« Dann liefen die Affen in den Wald und rollten von dort einen riesigen, schweren Stein herbei. »Dieser Stein soll an der Stelle stehen, wo der Dr. Eibelit unsere kranken Affen gesund gemacht hat«, sagten sie. »Er wird ein Denkmal für den guten Doktor sein.« Der Doktor nahm seinen Hut ab, verneigte sich vor den Affen und sagte, »Auf Wiedersehen, liebe Freunde. Ich danke euch für all eure Liebe. Bald komme ich wieder zu euch. Bis dahin lasse ich das Krokodil, den Papagei Carudo und den Affen Chichi bei euch. Sie sind in Afrika geboren. Sollen sie in Afrika bleiben? Hier leben ja ihre Brüder und Schwestern. Auf Wiedersehen!« »Nein, nein«, riefen das Krokodil, Carudo und der Affe Chichi, wie aus einem Munde. »Wir lieben unsere Brüder und Schwestern, aber wir wollen uns nicht von dir trennen. Ich werde mich selber nach euch sehnen«, sagte der Doktor. »Aber ihr bleibt ja nicht auf ewig hier. In 3 oder 4 Monaten komme ich wieder und hole euch zurück. Dann werden wir wieder alle zusammen leben und arbeiten.« »Wenn es so ist, dann bleiben wir«, antworteten die Tiere. »Komm aber recht bald wieder.« Freundlich nahm der Doktor von allen Abschied und schritt wohlgemut seines Weges. Die Affen gaben ihm das Geleit. Jeder Affe wollte dem Dr. Eibelit unbedingt die Hand drücken. Und da die Affen ja sehr zahlreich waren, so drückten sie ihm die Hand bis zum Abend. Dem Doktor tat die Hand schon weh. Doch am Abend geschah ein Unheil. Kaum hatte der Doktor den Fluss überquert, befand er sich wieder im Lande des bösen Räubers Barmalai. »Sst«, flüsterte die Eule Bumba, »rede bitte ganz leise, sonst können wir wieder in Gefangenschaft geraten.«